Sas. Joehoe. Oeps. Heb toch maar erin doen. Ja. Hopperts. Bist du böse oder nicht? Arme sich. Wo ist der Reis? Ja, das Panzer. Das ist geil. Oh shit. Du bist tot, Alter. GG. Oh, Libyen. Gehen wir zum Gaddafi. Ja, das Panzer fahren. Also, beziehungsweise schiessen. Jetzt darf ich sogar selber fahren. Geil! Boom! Ist toten Hosen! Bam! Wo sind die Bösen da? Oh, Turm geht kaputt. Game of the Year, 10 out of 10. Kann ich da den Sandsack durchfahren? 10 out of 10, es funktioniert. Und jetzt noch Noobs. Schön, die Musik. Easy. Forced death.
war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. Sniper. Oh yeah. Bullshit, kann nicht da drüber. Come on. Wer muss ich töten? Glück kann ich den getroffen. Hä? Muss ich höher schießen, weil es Battlefield snipen ist. Gehen die Schüsse an. Oder muss ich genau auf dem Turm getroffen sein? Ah, jetzt habe ich zumindest etwas drauf. Gut. Boom, motherfucker, you dead. Da oben jetzt noch Noobs. Boom, you dead. Boom, you dead. Easy. Ups. Oh, das Flugzeug. Fuck my life. Schon der Force Death? Das ist so genau wie im letzten Battlefield. Du stirbst, du respawnst aus einem anderen. Deutschland! Oh, ich darf fliegen. Ah, invertierte Steuerung. Und noch ein schönes Foto da rechts unten von seiner Familie. Ja. Wunderbar. These controls can be changed. Schön. Merci für den Hinweis, Game. Ich gehe schwer davon aus, dass man die Steuerung ändern kann. Hamburg. Oh oh. Nyee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 e
Ich gehe jetzt da. Ich bin jetzt einer von den Deutschen, hä? Ich gehe jetzt nachher Kamikaze fliegen. Ey, aufhören mich abschießen, das ist nicht fair. Da sind's, die Noobs. Kopf über, mache ich euch kaputt. Brrrr. Boom. Komm. Easy, nächste Cutscene. Wir gehen von Cutscene zu Cutscene. Gemütliche Sache. Oh, muss ich weiterspielen, hoppla. Entschuldigung. Also, easy. Der ist destroyed, Alter, der ist weg. Brrrr. Weißt du, zuerst sagt er verteilt euch, nachher sagt er Formation halten. Und jetzt auflösen, okay, also gut. 3 Uhr, das ist von rechts, da oben. Sehr schön. Tats. Wie viele Schüsse habe ich eigentlich geladen? Unendlich. Nicht schlecht. You did. Njau. Also easy Flugzeugskills, easy life. Wie immer im Battlefield. Oh, Crash. Nutterson. Okay, Force Staff. Next. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Abgestürzt. Und Panzer! Victory. Oh, jetzt darf ich nicht Panzer fahren. Voll gemein. Aber easy, whatever.
Das Böse? Nein, gut. Ich stehe immer meine Kollegen ab, ich will keinen für dich reden. Komm an. Was mache ich dir alle vor? Dann reg ich mich auf, das ist kein Mess. So weit weg. Freue mich so. Oh, da kann man die Tür auf, damit eh. Oh mein Gott, danke. Yay, dass wir das gesagt haben. Alright. Oh crap. Und nächster 4-Step. So, Charakterwechsel. Let's go. Schöne Story. Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Was ich spiele? Das Quicktime-Event, Alter. Jawohl. Boom, you're dead. Boom. You're dead. You're dead. Jetzt sterbt er nicht, wenn ich ihnen einen Headshot gebe. Okay, da ist gerade irgendetwas durch mich durchglitscht. Ja, ist gesehen mit dem. Dead. Ready to die. Ja, Krieg ist schlecht, Leben dort. Mache ich keinen Krieg, wenn wir in der Position sind, um das zu bestimmen. Aber wir verkaufen dich trotzdem das Game. Aber wir geben dich trotzdem die Message, dass er nicht selber kriegt, aber wir kapitalisieren, ist kein Problem. Battlefield V. Gut. Also bis jetzt das Intro, wo man sich gewöhnt ist. Immer wieder das Gleiche. Go online statt unten. Schau jetzt da. Update required. Also das ist schön, wenn ich ein Game frisch installiert habe. Auf dem aktuellsten Stand habe. Und ich dann ein Update auf installieren. Für zum online spielen. Richtig schön. Gut, immerhin ist es offenbar schnell gegangen. Welcome to Battlefield. Gut, da wären wir endlich im richtigen Hauptmenü, nicht im gefakten von vorher. Da könnte man noch wechseln auf die andere Battlefield, für wenn auch immer, dass wir das wollen. Aber ja. Aber nur bis zur BF4, alles darunter gar nicht. Gut, whatever.
Some credits, blah blah. Was gibt's da? Multiplayer. Cool. Das ist wahrscheinlich. Aha, Soldier quasi. Nice. Ah. Ah, am 17. Januar kann man die Story aufspielen. Also einfach, dass ihr das wisst. Zumindest so, so wie ich das interpretiere. Am 17. Januar kann man die Story spielen. Und bis dann gibt es einfach Multiplayer. Ah nein, da War Stories gibt es doch noch. Das habe ich schon gemeint. Also gemeint, ich werde mich verarschen. Gut, dann am besten fährt man einfach mal beim ersten an und schaut, was passiert. So wie immer. Finish under no flag, Leder sammeln und Challenges. Cool. Cool, cool. Let's go. Ja, keine Ahnung. Machen wir mal hart und kommen auf Fressen über und stellen jetzt nachher auf Medium ab. Kein Problem. Gehen wir mal schauen, was da in London so läuft. Ich bin übrigens nicht am Lesen, also vielleicht dann irgendeine Frage, die da beantwortet worden wäre. Ja, nun, so ist das Leben. Ich kann es selber die Grinde zeigen. Schau mal auf. Was ich immer geil finde, sind die laggy Cutscenes. Es sind vorgerenderte Cutscenes, die aber laggen. Warum auch immer. Es sind eh und je das Problem bei Battlefield. Also nicht, wie machst du ein schönes Foto? Also, sehr wahrscheinlich sind wir also der Typ da. Und jetzt können wir doch ein schwimmen lernen. Im schönen Meer. Kleine Ferienaufenthalt auf den Malediven wahrscheinlich. Ja, da kreist er noch schnell auf den Sand. Schön. Oh, schön, es gibt ein gratis Klasse. Irgendetwas sagt mir, ich werde das Klasse nicht bekommen. Aber ich werde ein persönliches Beschwerde-E-Mail schreiben, wenn ich kein Klasse bekomme. Das
Dat is übrigens het snelste, wat ik kan laufen. Das Game verhindert, dass ich schneller laufe. Endlich. Jetzt habe ich gelernt, wenn ich sprinte. Das habe ich vorher als Supersoldat nicht gewusst. Beeindruckende Grafik, alles schön grau. Und das Wasser einfach, schau mal, Realismus pur, hä? Okay, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man es von euch anschaut, aber von weiter weg dann. Bleh. Grusige Worte, hä? Aber jetzt lernen wir da, wie man klettert. Flugzeug. Jetzt sind wir am Arsch. Jungs, ich gehe wieder heim, wir haben verloren. Ciao, schöne, gutes Leben, wieder schauen. Hey, vorher gibt es noch keine Laterne gehabt, oder? Mit Käfer! Zieht ihr das mal rein, hä? 2019er Games. Oder von mir aus 2018 mit Käfer über dem Feuer. Wunderbar. Ist das Straight Tracing? Alter, Straight Tracing! Ich tue jetzt meine Hände da wärmen. Am Raytracen der Feuer. Richtig schön. Also. Zum Glück kann ich jetzt endlich ein schneller säckeln. Zum Glück muss ich nicht überlegen, was durchgeht, weil es hat einfach Wasser da. Und Prone kann man da machen. Schau jetzt durchs Wasser. Geil. Dann gehst du, Wasser. Ich glaube, ich bleibe da ein bisschen, weil das gefällt mir gerade am Wasser innen. Er hat ja Wellen lernen schwimmen. Lalala. 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 Also komm, sie wartet. Mach mal. Immer die mühsame Sicht auf das warten Militär, das ist unglaublich. Ui, die Aussicht, hä? Wunderschön. Render Distance gleich 0. Gebüsch richtig realistisch. Okay, jetzt darf man ein bisschen ausspionieren. Press Q to equip Binoculars. Enemy. Panzers, böse Mensch, Kiste, Mensch, Öl. Alarm. Entschuldigung, ist das Far Cry? Ich habe nicht gewusst, dass das Far Cry jetzt Battlefield heisst. Aber, wird flex, but okay. Was haben die noch von mir? Jetzt habe ich gar nicht so gelassen. Vogel! So, können wir jetzt Noobs killen. Nach da unten können wir zuerst mal Waffen holen. Easy. Unbewachtes Waffen, Munitionsdepot. Neff! Einfach Neff. Gut. Oh, Leggy Cutscene. Love it. Guter Plan. Es wird sicher keiner von uns verrecken. Okay, ich steuere nicht, ist gut. Das Game spielt sich. Es ist ein interaktiver Film, Entschuldigung. Easy Platsch, oder? Hoher Noob. Mir wäre es nicht passiert. Aber ja, Cutscene hätte auch wollen, dass es passiert. Darum ist es passiert. Also Control to Crouch, hä? Ja, drückt behalten. Also ich sehe da coole Waffen. Raytracende Kisten, hä? Siehst du das? Raytracende Kisten, richtig geil. Müssen wir da eine Waffe mitnehmen? Schön, hä? Was ist das? Die leuteste Waffe auf der Welt wahrscheinlich. Kann ich da messen? Wie geht messen? Gut. Also, wir gehen jetzt mal da rauf. Zu dem Typen. Der Typen wird jetzt mal geknifft. Du bist tot. Totenhausen. Was hat er da für eine Waffe gehabt? Das ist ein Sniper. Geschaltdämpft wahrscheinlich nicht.
Use Vantage Points too. Können wir da wieder ein bisschen snipern. Schöner Vantage Point. Da hinten kommt. Zugleich sehe ich den durch die Wand. Richtig geil. Richtig geil. Ja, gesehen. Ich bin spotted. Spotted. Mit dem. Ups, falsch Knopf. Mit dem Wallhack. Was ist das für eine Waffe? Das ist ja nicht geschaltdämpft, oder? Replacing. Ja, schön. Ja, easy. Gehen wir mal weiter. Oh. Was ist das gewesen? Arme sich. Irgendein Decoy gerührt, das habe ich aber nicht wählen. Wo ist er? Jetzt hast du einfach auf untersucht. Komm. Ja, easy. Stealth war mit dieser Mission. Ja, er hat keinen Helm mehr, aber er überlebt es. Jesus Christ. 10 out of 10 Realismus. Oh, really? Jetzt können wir auch die fette Waffe führen. Plöpp. Ja, ist er. Ich bin noch nie der, der Stealthy Approach genommen hat. Ups. Platsch. Muss man da noch von Hand looten eigentlich? Nein, das nimmt selber. Sehr schön. Ich glaube, das war die ganze Besatzung, die da das dritte gekommen ist, mit zwei Chips oder zwei Transportwagen voll. One way to do it. Ah, schön, man kann sogar rein, mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Müssen wir nur noch raus auch wieder kommen. Auch gesagt, raus müssen wir auch wieder kommen. Game-breaking Glitches, meine Damen und Herren. Enter Jesus Christ. Der Realismus, wenn es schwierig wird, zum Aussteigen. Gut, da gibt es Frag Grenade. Wieso sollte ich Frag Grenades mit Frag Grenades austauschen? Was macht das für einen Sinn? Mir gefällt echt das Gewehr, das ich da habe. Da ist nur ein Auto übrigens. Also es sind das dritte mit drei Autos gekommen. Ist eher wie mir, wenn wir auch im Milo hocken. Davor jetzt Noobs. Zugleich sehen sie mich nicht, obwohl ich da relativ offensichtlich stehe. Aber ja, don't give a shit, oder? Gehen wir da ein sneaky beaky like aussen durch. Was gibt's da? Sag mal, hat das etwas? Ein Sniper. Gut, das kann ich nicht beides nehmen. Doch, kann ich. Sehr schön. Gut. Also, we are ready to rumble. Ups. Hast du wieder die Decoy gerührt? Ups. Da vorne jetzt zwei Noobs. Die würde ich eigentlich gerne töten. Was gibt's denn da sonst noch? Nichts. Schönes, leeres, nichts, ein Berg, Mitte, wunderschön, gut. Gut, dann killen wir halt die beiden Noobs da. Weil der Vorder kehrt sich ganz sicher nicht, bis ich da bei dem Hinteren bin. Er wird mich nie verwünschen. Das wird nicht passieren, die Möglichkeit besteht überhaupt nicht. Und das ist passiert. Whatever. Zum Glück lassen sie eine Entscheidung. Ob man Stealth machen oder nicht. Da gibt es leider irgendetwas Schönes. Nein. Gut, wir gehen dann mal Panzer fahren. Immer schön die Türen hinten dran zu halten. Und mit W gibt man Gas, habe ich jetzt herausgefunden. Da war eine Scheisskarre, hä? Ich habe gehupet, der ist nicht aus dem Weg, hä? Morisch, schade.
Man muss sich durch, man muss sich da rauffahren. Oh, mach ich mal ein Offroad, Jungs. Yeah, boys. Schön, schön. Über Stacheldraht, don't give a shit, yo. The way it's intended to play, meine Damen und Herren. Und da wären wir auch schon. Sicher ankommen. Nicht, wo wir wollen. Oh, da hat es noch mehr Noobs. Ich glaube, die überfahren wir noch, solange wir noch können. Ja, realistischste Tod ever. Oh shit, Entschuldigung, es ist explodiert. Entschuldigung, das war nicht der Plan gewesen. Aber that's how we roll. Da ist noch einer. Überfahren. Überfahren, schön. Sehr realistisches Spiel. Ich glaube, genau so würde es ablaufen im echten Leben. Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie das rauskommen könnte. Ja, du bist tot, Kollege. Kannst schon eine Granate auf mich hören, davor schneiden. Ja, ja. Hast du gedacht, du überlebst? Sorry. So ist es nicht. Ah, da hat es noch mehr Noobs. Ja, ja, die da oben stört mich eigentlich herzlich wenig. Schau jetzt, der geht sogar in die Decke, kommt dann aber wieder hinten führen. Relativ blöd von ihm. Ich glaube, ich bleibe einfach im Auto, bis alles tot ist. Das sieht relativ gut aus. Relativ gemütlich, so, weil du nimmst keinen Schaden im Auto. Oh, du Hurenuttersohn. Komm da hin. Gut, ich werde dann ausgestiegen in einer sehr vorteilhaften Position. Ja, YOLO. Stirb. Ja, was, du stirbst nicht? Ah, slowest reload ever. Tot. Aha. Rauchgranate. Ah, jetzt kommen wir da rein. Sehr praktisch. Ist da jemand drin? Sehe ich immer. Dann gehen wir mal rein. Dann spawnen sicher Gegner. Schön. Plant the bomb. Welcome to Counter-Strike. There. One safe crack is special. Courtesy of Billy Bridger. Ah, jetzt können wir die Tür brauchen, zum rausgehen. Die Munition da verratet mir, dass ich sicher nicht allein werde sein. Offenbar so halb. Gunshots, Explosions. Und leggy cutscenes. Jesus Christ. Es ist abgekriegt, was für ein Noob. Wo er recht hat, hat er recht. And now you're fucked. Oh, darf ich weiterspielen? Gut, danke. Wo ist eigentlich? Ein Tor, okay. Zum Glück jetzt das MG. Praktisch für Gegnerhorden, die vielleicht kommen. Wo kommen wir jetzt? Offenbar gar nicht. Ah, mal Flugzeuge. Ja, gut, mit denen kann ich nichts machen. Okay. Und go. Dun-d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 un. Das ist einfach säckeln, ich kann da nichts passieren. Das ist relativ einfach. Die Shadow Graphics. Oh, da kommen die Noobs.
Hast du kugelsicheres Glas gehabt, hä? In dieser Jahreszeit? Ah, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich habe keine Waffe, die sich eignet für so ein Szenario. Ich bin sehr gut vorbereitet in den Krieg gegangen. Aber ich glaube, mein Kollege macht sie alle fertig. Wow, ich treffe nicht mal von da. Wow, willst du wirklich flinchen, wenn ich dich abschiessen will? So. Bam, bam. Komm, wenn ihr könnt herglitschen, kann ich das auch. Dann geht der wieder. Easy win. Bist du böse? Ich glaube nicht. Also gehen wir weiter, auch wenn wir unter Beschuss sind. Don't give a shit, yo. Wieso hast du es auf die Waffe gewechselt? Das ist viel besser. Ruf Flugzeug, geht dann wir da rein. Gut. Weil der Gegner weiss nicht, wo ich bin. Wenn ich ins Zelt reingehe und nicht mehr rauskomme. Legendary. Ah, jetzt können wir da gehen. Ey, was machst du Kamikaze? Spinnst du? Verpiss dich. Okay, ich glaube, das war gescriptet gewesen. Oder auch nicht. Wow, Jesus, dann war das wirklich einfach ein verdammter Zufall gewesen. Dass das Flugzeug genau auf mich geht, ist eigentlich relativ fair. Jetzt hat es auch mehr Gegner als vorher, was auch relativ fair ist. Gut. Ich ziehe mir mal eine Waffe, die besser ist als ein Sniper für so ein Nahkampfzeug. Das ist keine bessere Waffe als ein Sniper. Aber das zum Beispiel ist eine bessere Waffe als ein Sniper. Ah, man kann den Fahrer also doch töten, hä? Und es fährt ohne Fahrer weiter, okay. Very realistic. 10 out of 10. Das Ding da hat schon keinen Schuss mehr, was natürlich auch noch recht fair ist. Jetzt hat es wieder Schuss, sehr gut. Also, dann probieren wir das Ganze noch einmal, ohne dass das Flugzeug genau auf uns runtergeht. Und mit ein bisschen Glück können wir die Mission beenden. Oder zumindest Teil von dieser Mission. Gut, das Mal wäre ich sogar weggegangen vom Geschütz. Sie könnten wegsäckeln. Offenbar nicht nötig gewesen. Ja, verpisse dich doch. Ah, sie kommen wieder. Easy. Und next. Easy. Challenge completed, hä? Super simple stuff. Mr. Captain, was ist der nächste Schritt? Boy.
Ja, seid ihr? Ich bin der Fritz. Das gratis Auto. Und ein überraschenderweise noch lebender Deutscher. Wo wir fahren, Sunset. Will I see you again? Oder when I see you again? Warum genau ist er jetzt tot? Schön. Gut, das können wir machen. Look, this shadow, it's ray tracing. Oh. Gut. Apropos ray tracing. Schauen wir mal, was wir da alles haben. On. Resolution scale, high dynamic range. Frame limiter, whatever. UI upscaling, quality settings. Max fidelity. Ultra. Oh shit. Gut, läuft schon andermäßig auf Ultra. Nice. Gut, ich schaue mir das schnell an, wie der Stream aussieht bis jetzt. Später geht es dann weiter. Ade, merci.